Hallo und herzlich willkommen zurück zu Prison Architect. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. So, wir haben den Rohbau für unseren Riesenzellenblock, naja, riesig, es geht noch viel größer, aber für unseren großen Zellenblock fertig und müssen jetzt die Innenwände bauen und die ersten Zellen. Und wir werden dabei nicht übertreiben. Ich gucke mal gerade Zellenblock A den Zuschuss an, denn der geht noch nicht. Doch, da unten ist er schon, der ist aber halt noch gesperrt. Die Kapazität 15, okay, also ich würde zusehen, dass wir 15 Zellen fertig haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Perfekt, also genau einmal hier dieses verkehrt herum geschriebene L. Das nehmen wir für die erste Ausbaustufe. Und ja, wir haben Außenwände jetzt Beton aus gutem Grund, denn Ausbrüche in der Nachbarzelle machen nicht wirklich Sinn. Wir können innen weiter mit Beton, mit Ziegel bauen. Und auch hier sind die Kosten wieder die gleichen, aber ich finde die Ziegelwände einfach schöner. Ja, es gibt hier jetzt sogar noch bessere, die kosten aber auch mehr, sehe ich gerade. Die kosten 90 pro Quadratmeter, also pro Ziegel, pro Kachel. Hier haben wir sogar Edel. Ach, Edel kostet weniger. Okay, interessant, dass Edel 50 kostet, so wie die Standardwände hier. Gepolstert kostet ein bisschen mehr. Weiß kostet auch nur 50. Rostig nur 20. Slum und Verfallen ebenfalls günstig. Ja, dann haben wir hier A-Deko. Das kostet 100. Naja, hier ist dann die Edel. Einmal Burgunderrot, Grün und blaue Streifen. Dann haben wir hier noch Yutani. Eine verwitterte Wand, naja, die niedrigen und normal hohe Sicherheitsstufe und Weiß, die ich gerne bauen würde, weil die finde ich eigentlich auch ganz hübsch. Aber die sind teuer. Die sind zu teuer, wir werden die normale Ziegelwand nehmen. So. Und wie gesagt, zuerst die Zellen, die wir dann aber noch nicht einrichten. Denn das Wichtigste, was jetzt als nächstes fertig gemacht werden muss, das ist, ihr ahnt es schon, die Kantine und die Küche. Da stehen ja nun dann auch ein paar Geräte drin, die teuer sind. Müssen am Anfang nicht die maximale Anzahl an Herden drin stehen. Aber schon ein paar. So. Naja, dann mache ich das ja auch noch mit. Das wird ja dann wahrscheinlich ein Technikraum. Machen wir das auch noch da oben, diese Ecke. Okay. Gut. Ja. Lassen wir das bauen. Und wie gesagt, Kantine bräuchten wir jetzt halt auch nur, ja, 16, also 2 Tische. Okay. Das ist es. Ah, verzeiht. So, los geht's. Wir stellen auf hohe Geschwindigkeit. Wir schauen auch kurz in die Bürokratie rein, was schon alles genehmigt ist. Das sieht gut aus. Wir können also die Gesundheit freischalten. Die Reinigung ist gerade im Gang. Das Mikromanagement und die Gefängnisregeln holen wir uns dann noch dazu. Und dann lassen wir bauen. Ah ja, Licht. Also Licht machen wir auf jeden Fall. Eine Lampe pro Zelle und ich würde die hier in den hinteren Bereich immer machen. Und dann mittig. Verzeiht bitte. So, und den Technikraum beleuchten wir auch gleich schon. Na, Technikraum. Ja, wir haben gesagt, dass das der Technikraum wird, also machen wir es auch so. Irgendwo müssen wir nur die Boiler reinstellen. Nee. Verzeiht bitte. Aber das machen wir anders. Und zwar so. Nee. Nee, machen wir nicht. Nee, wir machen es genauso, wie es jetzt geplant war. Okay, das heißt, wir können versorgungstechnisch hier schon mal den Warmwasserboiler reinstellen. Und ja, das ist jetzt ganz schön Verschwendung, da einen Boiler reinzustellen. Wir müssen das Rohr noch hierher holen. Das ziehe ich jetzt ganz bewusst außen entlang. Denn über die Rohre kann Flucht stattfinden. Machen wir das jetzt so. Und mit dem Warmwasser geht es dann weiter. Naja, wir müssen mit dem Rohr sowieso einmal komplett entlang. Das mache ich also jetzt schon. Ah, ich hoffe, dass das so geht, dass wir das hier durch den Boiler leiten können, sonst muss es hier unten entlang gehen. Obwohl, wisst ihr was? Machen wir so, das ist vielleicht hübscher. Okay, Wasser wäre dann da. Dann noch die Stromleitung, haben wir gesagt, ziehen wir auch hier durch. Und die würde ich jetzt auch einmal drumherum legen erstmal. Dann haben wir schon ziemlich sicher überall, wo wir ihn brauchen, den Strom in den Zellen. Und dann müssen wir gegebenenfalls noch in die Küche die einzelnen Geräte anschließen. Auch mit Wasser müssen wir da noch tätig werden. Keine Frage. Okay, aber dann haben wir das schon mal. So, jetzt wieder hohe Geschwindigkeit. Lichter in der Kantine gehen durchaus auch schon. Da machen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Schön hell. Und hier auch über jeden Tisch auf jeden Fall eine. Und ja, vielleicht noch mehr, aber wir gucken erstmal, wie das aussieht. Das müsste eigentlich reichen. So, wir haben noch 141.000. Ich muss unbedingt immer aufs Geld achten. Das wird nämlich, ja, jetzt haben wir hier die Dusche, ne? Das funktioniert so nicht. Ich hab's befürchtet. Müssen für die Dusche, damit das funktioniert. Ja, wir können, Moment. Nee. Räume, Dusche, das müssen wir nur ausweisen. Aber jetzt ist das halt nicht mehr von Wänden eingerahmt. Das heißt, hier muss... Ah, das ist so ärgerlich. Naja, das wird dauern, bis da sich jetzt die Leute drum kümmern. Weil hier gibt's genug zu tun. Naja, gut, fertig. So, dann gibt es jetzt hier noch eine Wand. Mit einer Tür. Räume. Dusche. Und Verwahrungszelle. Die Toilette muss in der Verwahrungszelle stehen, ernsthaft. Och Mensch, das ist ja echt mal... Warum? Warum macht man sowas? Dann halt doch so. Ja, obwohl, ist egal. Kann auch so bleiben, weil... Stellen einfach die Toiletten hier rüber. Dann müssen sie halt hier im Freien ihr Geschäft verrichten. So. Dusche bleibt dann da, Verwahrungszelle bleibt da. Hat keinen Kantinenzugang. Ja, ja, das fehlt jetzt halt noch, aber... Im Grunde brauchen wir jetzt noch Küche, Kantine und 2 Köche, dann haben wir die Ziele schon fertig. So, und hier muss natürlich noch Wasser an die Toiletten. Wobei, Leute, das wird relativ schnell wieder überflüssig hier. Das ist nicht für die Dauer gemacht hier. Gut. Richten wir ein die Küche. Küche. Gut, nehmen wir die Kantine zuerst. Die Küche ist direkt daneben. So. Hoppla. Dann die Objekte. So, her, haben wir gesagt, kommen in die Mitte. Wir schauen, wie rum die richtig stehen. Okay, das ist die Vorderseite. Und wir machen erstmal 3 Stück. Wie gesagt, die zweite Ausbaustufe ist dann die zweite Reihe da drüber. Dann haben wir gesagt, spülen. Hier und hier, da reichen mir auch erstmal 2. Die dritte kann dann da drüben hin. Und die Kühlschränke. Ja, und wie rum müssen die jetzt? So rum. Also 1, 2, 3, 4, 5. Und da gehe ich direkt in die vollen. In der Hoffnung, dass das reicht. Sonst können wir da noch welche reinstellen. Oder die Spüle nach oben und hier noch eine. Da ist der Platz auf jeden Fall da. Wenn die Geräte drin sind, weiß ich, wo wir Wasser und Strom anschließen müssen. Und dann können wir das direkt mal eben machen. Und zwar so und so. Gut, das Wasser läuft, alles wunderbar. Kantine haben wir, ist durchgestrichen. Küche haben wir, meine ich. Kantine kommt jetzt. So, wir brauchen die Servierwagen. Objekte. Serviertische heißen die. Und ich stelle sie direkt beide hier rein. Und da kommt die Bänke. 1, 2. Wir machen erstmal hier hinten die. Und einen Tisch. So, Türen. Ja, hier mache ich jetzt Personaltüren rein. Wir werden am Anfang ja nur normale Köche hier drin haben. Also angestellte Köche, keine Gefangenen. So, Pläne. Leider werden die hier nicht gelöscht. Weiß nicht, warum das so ist. Muss man einmal mit einer Wand drüber, dann geht das wieder. Okay, den Rest an Plänen lassen wir stehen. Also hier die Herde und da noch die... jetzt habe ich einen zu viel weggemacht. Da kommt ja noch eine dritte Spüle eventuell hin. Ja, komm. Ich denke, das wissen wir auch so. Gut, dann müssen wir jetzt noch 2 Küche einstellen. Dann ist diese Subvention fertig und dann können wir den Zellenblock direkt nehmen. Dann richten wir die Zellen ein und dann haben wir das Ding schon fertig. Wir nehmen jetzt noch keine Gefangenen auf, sondern erst, wenn die Zellen fertig sind. Also Personal, Koch. Wir könnten hier jetzt, glaube ich, 3 Köche beschäftigen, wegen 3 Herden, aber wir machen mal nur 2. Jetzt haben wir das nämlich fertig und jetzt kommt der Zellenblock. So. So, Wartung, Reinigung, Gartenpflege. Vorarbeiter haben wir schon, 2 Hausmeister, Gärtner. Okay, nehmen wir das auch gleich mit. Denn das haben wir eigentlich schon so gut wie fertig. Gartenpflege müssen wir noch dazu nehmen. Und 2 Hausmeister einstellen, das können wir jetzt schon machen. Dann wird schon mal ein bisschen sauber gemacht. Aber jetzt habe ich den 3. genommen. Ist egal, wir brauchen sie. Also, wer sich hier umguckt, weiß, dass 3 auch noch nicht reichen. Okay. Naja, das wird doch alles schon besser hier. Dann würde ich sagen, nächster Schritt. Die Gartenpflege kommt jetzt, dann muss noch der Gärtner, dann kommt jetzt die Häftlingskapazität auf 15, dazu werden die Zellen eingerichtet. Räume, Zelle 6. So, und wenn wir die einrichten, haben wir auch die Kapazität. Die Türen mache ich ganz zum Schluss, aus Gründen. Wobei die jetzt alle noch offen stehen, ne? Aber wir machen es trotzdem zum Schluss. Jetzt kommen erstmal die Objekte. Und ja, ich weiß, dass man das auch klonen kann, Leute, mache ich aber nicht. Ich mache das eigentlich ganz gerne mit dem Reinstellen. Eigentlich könnten das auch Doppelzellen sein. Ganz ehrlich. So, das Bett kommt hier hinten in die Ecke rein. Nee, das kommt, doch, das kommt hier in die Ecke. So. Dann natürlich Toilette und wir bauen noch die Dusche rein. Dann machen wir erst das, was sein muss. Toilette kommt hier rein. Nee, die kommt hier auf die Seite, wo die Dusche hinkommt. So. Dann kommt jetzt der Duschkopf, den ich wieder nicht finde. Da ist er. Die Dusche kommt hier an die Außenwand. So, und wenn mich nicht... Oh, den habe ich falsch platziert. Wenn mich nicht alles... Schon wieder, verdammt. So, wenn mich nicht alles täuscht, dann müsste es eigentlich reichen, einen Abfluss hier drunter zu setzen. Es ist nicht nötig, da Abflüsse drumherum zu bauen. Wenn ich sehe, dass das Wasser von diesem Abfluss nicht ordentlich aufgenommen wird, dann bauen wir da noch hier, da... jeweils einen weiteren Abfluss hin. Aber ich glaube, das geht so. So, dann können wir jetzt so langsam über die Türen nachdenken und wir haben noch richtig Budget, das ist gut. Aber wir müssen auch noch im Versorgungsbereich jetzt einiges machen. Nämlich die ganzen Leitungen. Und zwar machen wir das so. Ich denke, ihr seht schon, dass das hier wesentlich durchdachter ist, als das noch in dem anderen Gefängnis war. Das ist einfach, weil man jetzt weiß, was man machen muss. So, und Warmwasser gibt es natürlich auch noch. So, und ich hoffe jetzt, dass wir mit diesem Versorgungstrakt einmal nach oben und nach links kommen. Müsste aber gehen. Ja, und zwar müssten wir dann einmal hier entlang. Na, wie mache ich das denn jetzt am geschicktesten? Wir kriegen eventuell auch noch ein Waschbecken. Also würde ich das hier so durchziehen. Und dann hier so abzweigen. Und dann kann man es auch nochmal nach oben abzweigen, wenn da ein Waschbecken steht. Und hier halt genauso. Ja, genauso. Ach ja, das Warmwasser für die Spülen in der Küche, habe ich ganz vergessen. Ich versuche mal, ob das hier rüber noch geht. Das wäre fantastisch gut. Das geht schon mal. Bis da geht's. Okay. So, es kommt eine Personaltür hier rein. Fehlen da nur noch die Türen. Und das Warmwasser geht noch bis da. Ja, wunderbar. Ich meine, 52 Felder ist das Limit. Also hier jetzt noch rum, das wird auf keinen Fall funktionieren, deswegen ist da oben noch ein Technikraum dann vorgesehen. Okay, Leute, jetzt aber haben wir die Kapazität 15 Zellen, jetzt müssen nur noch die Türen rein und dann können wir Gefangene holen. Türen, wir nehmen natürlich die orangenen Gefängnistüren. Die kosten nämlich genauso viel wie diese, das ist uns also egal. Und dann geht's los. Ich mache da erstmal eine Personaltür hin, damit die da nicht drin rumlungern. Und wenn die Türen drin sind, dann lassen wir die Wilden hier rein. Und dann können wir das hier eigentlich schon wieder abreißen und anders verwenden. Und ja, den Besucherraum können wir dann noch fertig machen. Das machen wir vielleicht auch noch direkt. Objekte. Ja, machen wir erstmal die Raumzuweisung. Ja, obwohl das ist Besuchsrecht, ne? Da gibt es auch einen Zuschuss für. Ja, hier Besuchsrechte. Ach, da kommt auch der Gemeinschaftsraum mit. Ja, der Gemeinschaftsraum soll hier oben rein. Irgendwo. Hier vielleicht die Wäscherei. Vielleicht hier ein Gemeinschaftsraum oder so. Müssen wir uns überlegen. Können wir nicht eigentlich schon 3? Da ist der dritte Extra-Zuschuss. Schalten wir uns den mal frei. Erweiterung machen wir auch schon mal. Kredit schalten wir frei. Steuererleichterung finde ich jetzt ein bisschen... Das lohnt sich noch nicht. Ausbildung brauchen wir relativ schnell. Krankenpfleger können wir auch schon mal freischalten. So. Und jetzt haben wir die Kapazität von 15 erreicht. Jetzt müssen wir noch einen Gärtner haben für die andere. Nehmen wir auch gleich 2. Für die andere Zulage. Jetzt haben wir keinen Zuschuss mehr offen. Wir haben 181.000 Dollar auf unserem Konto. Das ist ganz ordentlich. Und wir holen jetzt Leute rein. Und zwar 15 Stück. Häftlinge. Lieferung. Und wir nehmen nur normale Sicherheitsstufe. Verhältnis also 100% normal. Und wir belegen voll, also 15. 7.500 gibt das dann. Und die kommen in 17 Stunden. Ja, Leute, ich denke, das haben wir ganz gut gemacht, oder? Ich finde schon. Wenn wir jetzt noch ein bisschen Geld haben, dann sollten wir vielleicht an der Optik noch ein bisschen arbeiten, denn das habe ich in dem anderen Gefängnis deutlich vernachlässigt. Ich mache mal eben die Büros in dem braunen. Ah, wir haben die Personaltoiletten fehlen noch. Und der Personalraum kriegt hier den blauen Teppich wieder. Hier soll so ein bisschen Entspannung sein. Den legen wir auch bis da raus. Und die Toilette kriegt weiße Fliesen. Geht bis hier raus. Der Flur wird in Parkett gelegt. So, das waren jetzt mal locker 20.000. Und dann müssen hier noch eben die Sanitärsachen rein. Toiletten. Und Waschbecken. Naja, Spül und Spiegel steht für Häftlinge, ne? Aber das ist für unsere Leute auch gut. Ach komm, machen wir 3, was soll der Geiz? So, das müssen wir auch wieder zuweisen, ne? Das ist auf jeden Fall eine Toilette. Moment, wir machen das anders. Das ist der Ne, Moment, das ist der Personalraum. Ja, ich muss jetzt aufpassen, da gibt es auch einen Zuschuss für. Nicht, dass wir den verpassen. Da, Initiative Personalgesundheit. Die kurzfristige Investition nehmen wir mit auf. Ach, das ist noch nicht freigeschaltet, dass wir den dritten Zuschuss nehmen können. Das dauert noch ein bisschen. Er forscht jetzt erst die Erweiterung. Ja, okay, ist in Ordnung. Versorgung. So, brauchen die Spülen auch Warmwasser? Kommen wir mit dem Warmwasser von hier da oben hin? Reicht das? Schauen wir mal. Hier muss noch Warmwasser hin. In die Gemeinschaftszelle, ja, wie gesagt. Das kommt jetzt wieder weg. Ja, das war was erreicht bis da. Eins, zwei, drei. Ja, auf dem Feld ist gebaut. Kann man nicht immer so gut sehen. So, was war das jetzt für ein Bimmel? Ah, das war hier Cashflow. So, wir haben jetzt auf jeden Fall schon Ausgaben. Die Gefangenen kommen... Ich muss die Richtlinien hier noch lesen, das habe ich wieder vergessen. In 6 Stunden. So, der Personalraum ist da. Aber noch nicht eingerichtet. Sofa, Holzhocker, Getränkeautomat. Also Sofa nehmen wir. Holzhocker kommt ja wohl nicht in Frage. Oh, Tischtennis, cool. Nicht schlecht. Nee, das lassen wir jetzt aber. Kleiderständer, das finde ich gut. Hat er irgendwelche Auswirkungen? Stellen wir da auf jeden Fall hin. Dann gibt es... wo ist jetzt... Wo ist der Sessel? Da unten. Breites Sofa. Gibt's auch einen größeren Tisch? Getränkeautomat. Ein Radio. Das ist viel zu groß, der Raum. Das ist Verschwendung pur. Ein Billardtisch. Wo ist denn der Fernseher? Den finde ich wieder nicht. Da ist er. Gut, und dann... der Getränkeautomat ist ja da. Das Essen kommt über den Tisch. Also wunderbar. Das können wir so lassen. So, und jetzt müssen wir mindestens 5 Wachen noch haben. Da wir noch keine Gefangenen haben, sind die jetzt ohne zugeteilte Aufgaben, wenn wir sie haben. Oder auch nicht. Jetzt. Okay. So, 163.000 minus 650. Wenn die Gefangenen gleich angeliefert werden, wird es hier besser. Und ich würde sagen, da machen wir an dieser Stelle Feierabend. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.